Die Suche nach dem Absender der mutmaßlichen Paketbomben in den USA läuft auf Hochtouren. Laut Medienberichten sollen mehrere der Pakete in einer Poststelle in Florida abgegeben worden sein. Ziele der mutmaßlichen Sprengsätze waren Mitglieder und Unterstützer der Demokratischen Partei und prominente Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Das ist eindeutig Terrorismus. Hier wird Gewalt eingesetzt, um politischen Einfluss zu gewinnen. Das ist die Definition von Terrorismus. Insgesamt 10 verdächtige Postsendungen wurden inzwischen entdeckt. Sie wurden in New York, Maryland, Florida, Delaware und Los Angeles abgefangen. Das FBI gibt jedoch keine Entwarnung. Wir rufen die Bevölkerung weiter zur Wachsamkeit auf. Es ist möglich, dass noch weitere Pakete versendet wurden oder noch gesendet werden. Die letzten potenziellen Opfer der mutmaßlichen Briefbomben waren Schauspieler Robert De Niro und Ex-Vizepräsident Joe Biden. 2 weitere Pakete gingen auch an den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Ex-Außenministerin Hillary Clinton. Verletzt wurde durch die Sendungen bisher niemand.